H.P. Lovecraft, Die Katzen von Ulta. Es heißt, in Ulta, das jenseits des Flusses Skye liegt, darf niemand eine Katze töten. Und wenn ich sie betrachte, die am Feuer sitzt und schnurrt, kann ich das durchaus glauben. Denn die Katze ist kryptisch und vertraut mit seltsamen Dingen, die den Menschen verborgen sind. Sie ist die Seele des alten Ägyptos und Trägerin von Geschichten aus vergessenen Städten in Meroe und Ophir. Sie ist vom Geschlecht der Herren des Dschungels und Erbin der Geheimnisse des ehrwürdigen und sinistren Afrika. Die Sphinx ist ihre Cousine und sie spricht ihre Sprache. Aber sie ist viel älter als die Sphinx und erinnert sich an das, was jene vergessen hat. In Ulta lebten, bevor die Bürger das Töten von Katzen überhaupt verboten, ein alter Kettner und dessen Frau, die ihr Vergnügen daran fanden, die Katzen ihrer Nachbarn in Fallen zu fangen und umzubringen. Warum sie dies taten, ich weiß es nicht. Außer, dass vielen die Stimme der Katze in der Nacht verhasst ist und sie es übel aufnehmen, dass die Katzen im Zwielicht verstohlen über Höfe und Gärten huschen. Doch aus welchem Grund auch immer, diesem alten Mann und seiner Frau machte es Spaß, jede Katze zu fangen und umzubringen, die in die Nähe ihrer elenden Hütte kam. Und wegen mancher Laute, die nach Einbruch der Dunkelheit erklangen, stellten sich viele Einwohner vor, dass die Art des Umbringens mehr als eigentümlich war. Doch die Leute sprachen mit dem alten Mann und seiner Frau nicht über solche Dinge. Das lag an dem habituellen Ausdruck auf den verwelkten Gesichtern der beiden und daran, dass ihre Hütte so klein war und so dunkel verborgen unter den Eichen hinter einem vernachlässigten Hof lag. So sehr wie die Katzenbesitzer diese merkwürdigen Leute hassten, fürchteten sie sie in Wahrheit doch mehr. Und anstatt sie als brutale Meuchelmörder anzugehen, besorgten sie nur, dass sich kein umhegter Liebling oder Mäusefänger zu dem abgelegten Schuppen unter den dunklen Bäumen verirrte. Wenn wegen eines unvermeidlichen Versehens eine Katze vermisst wurde und nach Einbruch der Dunkelheit Laute erklangen, dann lamentierte der Betroffene machtlos. Oder tröstete sich damit, dem Schicksal zu danken, dass es sich nicht um eines seiner Kinder handelte, das so verschwunden war. Denn die Leute von Ulta waren einfältig und wussten nicht, woher alle Katzen ursprünglich kamen. Eines Tages betrat eine Karawane seltsamer Wanderer aus dem Süden die engen Kopfsteinpflasterstraßen Ultas. Dunkelhäutige Wanderer waren das und unähnlich dem anderen umherstreifenden Volk, das zweimal jedes Jahr durch die Stadt zog. Auf dem Marktplatz weissagten sie für Silber und von den Händlern kauften sie glänzende Perlen. Aus welchem Land die Wanderer stammten, vermochte keiner zu sagen. Doch zeigte sich, dass sie seltsamen Gebeten zugetan waren und dass sie auf die Seiten ihrer Wagen merkwürdige Figuren mit menschlichen Körpern und den Köpfen von Katzen, Falken, Widdern und Löwen gemalt hatten. Und der Führer der Karawane trug einen Kopfputz mit zwei Hörnern und einer eigentümlichen Scheibe dazwischen. Zu dieser sonderbaren Karawane gehörte ein kleiner Junge, der weder Vater noch Mutter hatte, nur ein winziges schwarzes Kätzchen zum Liebhaben. Die Pest war nicht freundlich zu ihm gewesen, hatte ihm jedoch dies kleine bepelzte Wesen zur Linderung seines Kummers gelassen. Und wenn man sehr jung ist, kann man in lebhaften Posen eines schwarzen Kätzchens sehr viel Trost finden. So lächelte der Junge, den die dunkelhäutigen Leute Menes nannten, viel öfter, als er weinte, wenn er mit seinem kleinen, anmutigen Kätzchen spielend auf den Stufen eines wunderlich bemalten Wagens saß. Am dritten Morgen des Aufenthalts der Wanderer in Ulta konnte Menes sein Kätzchen nicht finden, und als er auf dem Marktplatz laut schluchzte, erzählten ihm gewisse Dorfbewohner von dem alten Mann und seiner Frau und von den Lauten in der Nacht. Als er diese Dinge vernahm, wich sein Schluchzen tiefem Nachdenken und schließlich einem Gebet. Er streckte seine Arme der Sonne entgegen und betete in einer Sprache, die kein Dorfbewohner verstehen konnte. Allerdings bemühten sich die Dorfbewohner auch nicht sehr darum, etwas zu verstehen, denn den größten Teil ihrer Aufmerksamkeit beanspruchte der Himmel und die unheimlichen Formen, die die Wolken annahmen. Es war sehr sonderbar. Doch als der kleine Junge seine Bitte hervorbrachte, da schienen sich oben die schattenhaften, nebulösen Figuren von exotischen Wesen zu bilden, von hybriden Geschöpfen gekrönt mit hornumrahmten Scheiben.
Die Natur ist voll solcher Illusionen, die auf die Einbildungskraft wirken. In dieser Nacht verließen die Wanderer Ulta und wurden nie wieder gesehen. Und die Familienoberhäupter beunruhigten sich, als sie bemerkten, dass in der ganzen Stadt nicht eine Katze zu finden war. An allen Feuerstellen fehlten die vertrauten Katzen. Große Katzen, kleine, schwarze, graue, getigerte, gelbe und weiße. Der alte Kranon, der Bürgermeister, schwor, dass die dunkelhäutigen Leute die Katzen mit sich fortgenommen hätten, aus Rache, weil Menes Kätzchen umgebracht worden war. Und er verfluchte die Karawane und den kleinen Jungen. Aber Need, der dürre Notar, erklärte, der alte Kettner und seine Frau wären hierfür weitaus verdächtigere Personen. Denn ihr Katzenhass sei notorisch und würde zunehmend dreister. Indes, keiner wagte es, gegen das finstere Paar Klage zu führen. Selbst dann nicht, als der kleine Atal, der Sohn des Schankwirts, beteuerte, er habe im Zwielicht alle Katzen von Ulta auf jenem verfluchten Hof unter den Bäumen gesehen, wie sie ganz langsam und feierlich einen Kreis um die Hütte beschrieben, zwei und zwei nebeneinander, als vollführten sie irgendein unerhörtes tierisches Ritual. Die Dorfbewohner wussten nicht, wie viel sie so einem kleinen Jungen glauben sollten. Und obwohl sie befürchteten, dass das böse Paar den Katzen den Tod angehext hatte, zogen sie es doch vor, den alten Kettner erst dann zu schmähen, wenn sie ihn außerhalb seines dunklen und abstoßenden Hofes träfen. So legte sich Ulta in unnützer Angst schlafen. Und als die Leute im Morgengrauen erwachten, siehe da, jede Katze war wieder an ihrem gewohnten Herd zurückgekehrt. Große und kleine, schwarze, graue, getigerte, gelbe und weiße. Nicht eine fehlte. Sehr geschmeidig und fett schienen die Katzen, und sie schnurrten vernehmlich vor Wohlbehagen. Die Bürger besprachen die Angelegenheit untereinander und verwunderten sich nicht wenig. Der alte Kranon beharrte wieder darauf, es sei das dunkelhäutige Volk gewesen, das sie fortgeführt habe, denn von der Hütte des alten Mannes und seiner Frau würden keine Katzen lebendig zurückkommen. Doch alle stimmten sie in einem Punkt überein, nämlich dass die Weigerung aller Katzen, ihre Fleischportionen zu verzehren oder ihre Milchschüsselchen zu schlabbern, höchst sonderbar sei. Und zwei volle Tage lang wollten die geschmeidigen, fetten Katzen von Ulta keine Nahrung anrühren, sondern nur am Feuer oder in der Sonne dösen. Es dauerte eine Woche, ehe den Dorfbewohnern auffiel, dass im Abenddämmer in den Fenstern der Hütte unter den Bäumen kein Licht brannte. Dann meinte der Dürrenied, dass keiner den alten Mann oder seine Frau seit der Nacht, in der die Katzen verschwunden waren, mehr gesehen hätte. Noch eine Woche später beschloss der Bürgermeister, seine Angst zu überwinden und von Amts wegen die so befremdlich stille Behausung aufzusuchen, wobei er sich jedoch darauf bedacht zeigte, Shang, den Hufschmied, und Thul, den Steinmetz, als Zeugen mitzunehmen. Und als sie die hinfällige Tür eingedrückt hatten, fanden sie nur dies. Zwei peinlich gesäuberte Skelette auf dem irdenen Fußboden und eine Anzahl eigenartiger Käfer, die in der schattigen Ecke umherkrochen. Hernach gab es viel Gerede unter den Bürgern von Ulta. Zart, der Leichenbeschauer, disputierte des Langen und Breiten mit Need, dem dürren Notar, und Kranon und Shang und Thul wurden mit Fragen überhäuft. Selbst der kleine Atal, der Sohn des Schankwirts, wurde genauestens verhört und bekam ein Stück Zuckerwerk zur Belohnung. Sie redeten von dem alten Kettner und seiner Frau, von der Karawane der dunkelhäutigen Wanderer, vom kleinen Menes und seinem schwarzen Kätzchen, vom Menes-Gebet und vom Himmel während dieses Gebets, von den Taten der Katzen in der Nacht, als die Karawane fortzog, und von dem, was man später in der Hütte unter den dunklen Bäumen in dem abstoßenden Hof fand. Und am Ende erließen die Bürger dies bemerkenswerte Gesetz, von dem die Händler in Hartek erzählen und über das die Reisenden in Nier diskutieren, nämlich, dass in Ulta niemand eine Katze töten darf.